Genau, also wir haben heute zwei richtige Kraftpakete, das sind unsere beiden Kangalrüden. Im Moment steht neben mir der Tyson, das ist ein bisschen der ruhigere von beiden. Wir können eben nur getrennt mit denen trainieren, weil sie wirklich schwer und groß sind, noch sehr ungestüm, sind zwei Rüden und brauchen einfach noch sehr viel Erziehung. Zum Menschen sind sie bisher sehr friedlich, sehr freundlich, freuen sich über Aufmerksamkeit, auch über Streicheln, aber müssen eben noch sehr viel lernen. Sowohl die Grundkommandos als auch an der Leine laufen ist noch viel Nachholbedarf. So, und guckt mal, auch Kangals kuscheln gerne, oder Joanna? Ja, wenn man sie einmal gebändigt hat, sind sie eigentlich ganz, ganz friedlich und kuschelig. Die brauchen eben wirklich noch sehr viel Erziehung. Also der ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre alt, wiegt jetzt sportliche 70 Kilo in etwa. Wen suchen wir? Wir suchen für die Kangals Menschen am besten mit einem großen Grundstück, die Erfahrung mit der Rasse haben oder zumindest mit ähnlich großen Hüterassen und die dem wirklich gerecht werden, die körperlich auszuarbeiten und auch geistig auszuarbeiten. Aber die bekommen dafür ein echtes großes Herz auf großen 4 Pfoten. Genau.